Der Sinn des Lebens besteht nicht darin, ein erfolgreicher Mensch zu sein, sondern ein wertvoller. Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern, als ein Atom. Die Schule soll stets danach trachten, dass der junge Mensch sie als harmonische Persönlichkeit verlasse, nicht als Spezialist. Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. Der gesunde Menschenverstand ist nur eine Anhäufung von Vorurteilen, die man bis zum 18. Lebensjahr erworben hat. Lernen ist Erfahrung, alles andere ist einfach nur Information. Ich bin mir nicht sicher, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im Vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen. Es gibt nur zwei Arten zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder. Wer es in kleinen Dingen mit der Wahrheit nicht ernst nimmt, dem kann man auch in großen Dingen nicht vertrauen. Klug ist jener, der Schweres einfach sagt. Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. Versuche zu kriegen, wen du liebst, ansonsten musst du lieben, wen du kriegst. In der Mitte von Schwierigkeiten liegen die Möglichkeiten. Ein Leben, das vor allem auf die Erfüllung persönlicher Bedürfnisse ausgerichtet ist, führt früher oder später zu bitterer Enttäuschung. Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Falls Gott die Welt geschaffen hat, war seine Hauptsorge sicher nicht, sie so zu machen, dass wir sie verstehen können. Wer sich nicht mehr wundern und in Ehrfurcht verlieren kann, ist seelisch bereits tot. Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null, und das nennen sie dann ihren Standpunkt. Das Wichtigste ist, dass man nicht aufhört zu fragen. Wissenschaft ohne Religion ist lahm. Religion ohne Wissenschaft ist blind. Zeit ist das, was man an der Uhr abliest.